Beim letzten Mal habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie mit Ihren Kindern eine weihnachtliche Bratapfelbrause herstellen können. Heute machen wir zusammen ein mildes und pflegendes Duschgel, das sich prima als Weihnachtsgeschenk eignet. Minilab. Für das Duschgel brauchen wir ein flüssiges Tensid, das für die Kosmetikherstellung geeignet ist. Wir verwenden ein mildes Tensid auf pflanzlicher Basis. Ein Messbecher mit lauwarmem Wasser, ein Schälchen, Kochsalz, einen Teelöffel, eine digitale Küchenwaage, einen Duftstoff nach Wahl, wir verwenden ätherisches Öl mit Zitronengrasduft, Lebensmittelfarbe nach Wahl, eine Flasche zum Abfüllen, zum Beispiel eine leere Shampooflasche, einen Trichter, ein Etikett und einen wasserfesten Stift zum Beschriften. Wiegen Sie mit Ihren Kindern zunächst 23 Gramm Tensid und 25 Gramm Wasser ab und vermischen Sie beides miteinander. Geben Sie anschließend 3 bis 4 Teelöffel Kochsalz hinzu und rühren Sie so lange, bis sich ein Gel gebildet hat. Sollte das Duschgel noch zu flüssig sein, können Sie noch ein wenig mehr Salz hinzufügen. Ist die Konsistenz gut, fügen Sie 3 Tropfen Duftstoff und einige Tropfen der Lebensmittelfarbe hinzu, bis eine schöne Farbe erreicht ist. Rühren Sie dabei alles gut um. Anschließend füllen Sie das fertige Duschgel in eine Flasche. Nun noch beschriften. Fertig! Und was hat das Ganze jetzt mit Chemie zu tun? Wenn man sich nur mit Wasser waschen würde, würde man gar nicht richtig sauber werden. Denn damit sich Fett und Schmutz richtig von der Haut lösen, braucht man Tenside. Sie haben eine besondere molekulare Struktur. Ganz vereinfacht kann man sie sich wie ein Streichholz vorstellen, mit einem runden Kopf und einem länglichen Stab. Der Kopf ist wasserliebend. Chemiker nennen das hydrophil. Der Stab hingegen ist fettliebend, chemisch lipophil genannt. Wasser mag er nicht so gern. Die fettliebenden Tensidteile wenden sich dem Fettschmutz zu, lagern sich dort an und schließen ihn ringsum ein. Die wasserliebenden Tensidteile docken an das Wasser an. So kann der Fettschmutz vom Wasser weggespült werden. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Lust auf weitere spannende Experimente haben, schauen Sie auf unserem Kanal vorbei. Beim nächsten Mal zeige ich Ihnen, wie Sie mit Ihren Kindern eine Hautcreme ganz einfach selbst herstellen können. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, lassen Sie ein Abo da und drücken Sie das kleine Glöckchen. Bis dann und viel Spaß beim Nachmachen. Sollte das Duschgel noch zu flüssig sein, können Sie noch ein wenig Salz mehr hin. Noch ein wenig mehr Salz. Nicht mehr Salz, sondern mehr Salz. Guter Joke.